Bouldern ist einfach wirklich so eine Leidenschaft. Es klingt immer so platt, aber es ist einfach so. Also, es gibt kein besseres Wort für das. Und es begleitet mich schon lange und ich hoffe, es tut es auch noch lange. Ja, wir sind hier im MSA-Boulderraum, das Altdorf. Ja, ich habe letztes Mal nachgeschaut, 20 Jahre, ich bin selber erstaunt. Ich dachte, ja, man hat immer übertrieben. Die Gestaltung so der Erzist, das ist einfach passiert. Und ich muss sagen, es ist irgendwie noch spannend, wie gut das funktioniert. Es hätte natürlich können geben, dass ich irgendwie in meiner Sturm- und Drangphase irgendwie zweimal komme am Tag. Viermal in der Woche, fünfmal ist das schon gerade. Aber ja, das ist nicht uns zu lesen. Also ich hatte schon so Phasen, ja. Ja, immer noch. Der Raum hat sich verändert. Matten. Am Anfang waren es nur Matratzen und so alte Schaumstoffe. Genau. Dann sind natürlich so Sachen eingeflossen, da, Volumen, modernere Griffe, modernere Vorstellungen. Ja, ja, also da ist also viel hat sich nicht verändert. Wir sind hier in unserem Boulderräumchen in Emmenbrück. Es gibt den Boulderraum seit 22, 23 Jahren. Jede Woche zwei, drei Mal hier. Und es ist einfach ein kleines Zuhause auch, oder? Das ist schön, ja. Mit dem Raum wollte ich machen, um eine günstige Klettermöglichkeit zu bieten. Es ist sehr, sehr kräftig, weil es halt in einem Dachstuhl ist und die Wände sehr drückend sind, sehr steil sind. Ja, in der Region hat es eigentlich wenig Bouldermöglichkeiten gegeben. Zu Kriens hat es etwas gegeben, Teiki. Im 89 haben wir die Teiki gebaut und zu dieser Zeit hat es natürlich überhaupt keine Kletterhalle in der Region. Und wir waren einfach ein paar Leute, die dachten, ja, irgendetwas wollen wir machen, zum trainieren. Und dann hat sich das ergeben, der alte Teig, also die alte Teigwarenfabrik von Kriens, wo nachher das Teppichlager war, haben wir 150 Quadratmeter grossen Raum mieten, 4,5 Meter hoch. Und dann haben wir dort angefangen, Boulderwände einzustellen. Ein altes Industriegebäude, staubig, halt ein bisschen runtergehubert, aber dafür war es billig. Oder? Eben, wir mussten etwas haben für den Winter, weil Klettergebiet hat es zwar schon gegeben, wo wir im Winter klettern konnten, aber die Möglichkeiten sind natürlich schon noch nicht so gross, dass man im Winter wirklich trainieren kann. Ein Kollege von uns hat extra, als er wusste, er kann mal mit jemandem mit Teig bouldern, extra vorhin aufgehört zu rauchen. Man denkt, ja, wenn das alles da so die Spitze ist. Und dann ist der Luke hier in Teig, oder? Alle am Nebeln drin. Und er hat es gegeben, aufgehört zu rauchen. Wegen dem. Ich bin Tamaris Hartmeier. Ich arbeite Kletterhalle Zwinti. Und auch mithelfen, die Halle zu betreiben. Ich schaue unseren Routenbauer, unseren Kursleiter, unserem Bistro-Team. Der Boulderraum allein ist ungefähr 850 Quadratmeter Boulderfläche. Wir haben das letzte Mal gezählt. Es sind glaube ich, etwa 200, 240 Boulder, je nachdem, wie dicht das geschraubt ist. Mein Name ist Andrea Lerch. Wir sind hier in Rot. Kletterhalle Pilatus Indoor. Der Boulderraum ist zum Teil verschieden alt. Wir haben hier den grössten Teil, der auch noch ein bisschen heller erstrahlt. Ist sehr neu, den haben wir diesen Sommer umgebaut. Ein grosser Felsblock heisst ja, ist ein Boulder. Oder? Und wir haben das Wort eigentlich schon seit irgendwie 1979, 80 oder so haben wir den Ausdruck schon kennt. In Amerika ist das eigentlich so ein bisschen übergeschwappt, die ganze Freiklederbewegung. Und die hat natürlich Boulder schon lange als Training gehabt. Vom Boulder geredet, ja, das ist so 1989 gewesen, etwa. Bis es für mich Boulder war? Ja, das ist wahrscheinlich auch etwa noch. Oder 95, 93 so. Teiki war natürlich für uns ein Trainingslokal gewesen. Ja, das Boulder ist schon Mittel zum Zweck war früher, dass man am Seil stärker wird, den Bergen stärker wird. Du bist natürlich zum Teil schon eher ein bisschen belächelt worden, wenn du an diesen Mauern rumgeklettert bist, Kriens, oder eben nur an Felsblöcken. Trainierst für die Eiger Nordwand oder trainierst für das Matterhorn? Das war die Standardfrage. Die Leute mit dem Sportkleider und Freikleider eigentlich zu dieser Zeit den Begriff haben die meisten Leute nicht kennen. Dass Boulder so populär wird, habe ich das mal nicht gedacht. Man hat schon gesehen, dass es sich entwickelt, aber dass es sich so entwickelt, was jetzt passiert ist, das hätte jetzt eigentlich auch nicht unbedingt denken. Du hast eigentlich wirklich Klettern probiert, nachzubauen. Oder einfach drinnen im Charme zu trainieren. Und das ist auch das Ziel, für dich, möglichst ähnlich draussen zu schrauben. Von draussen reinzunehmen und spezifisch auf den Boulder zu trainieren.
Das ist ohnehin relativ schwierig, etwas von der Natur raus nachzubauen an einer künstlichen Wand. Oder? Weil unsere Wände, die Teige, die sind nur mit Dispersionsfarbe gestrichen, es hat kein Quarz getroffen. Also auf dieser Holzplatte hast du null Reibung. Also wenn du keinen Trick hast, hast du schon nicht stehen. Die Dispersionsfarbe ist auch gute Kleiderschuhe nicht wert. Verändert hat sich sicher auch die Vielfalt an Bewegungen. Neu sind ganz sicher die koordinativen, dynamischen Sachen, Aneinanderreihung von Sprüngen zum Beispiel oder so einen genannten Run and Jump oder neu mit aufrennen, nachher geht es losspringen und irgendwie zum nächsten Zug auslösen, während eben früher viel mehr einfach Leisten pullen war. Ja, wir haben keine Run and Jumps Boulder hier drinnen. Hey, da hinten Run and Jump, da musst du einen Helm anlegen irgendwie. Das hast du früher alles nicht gehabt. Schwere Boulder sind einfach ganz kleine Griffe und weite Züge. Wand, steil, riegeln, fertig, oder? Und heute hast du viel mit diesen riesigen Griffen, mit diesen Volumen. Das ist einfach eine ganz andere Art von Kleiderei, oder? Es ist viel anmächeliger heute zum Bouldern, als früher eine Wand war, oder? Es hat sich eigentlich zu einem völlig etwas anderem entwickelt. Ich finde, es ist wirklich eigentlich faszinierend, was daraus geworden ist. Man fordert eine grosse Breite an Fähigkeiten, an Bewegungen, die ein Boulderer machen können. Koordination, Beweglichkeit, Timing. Also ich glaube, wenn man die gleichen Boulders heute drin hat wie vor 16 Jahren, dann würde wahrscheinlich jemand mal die Nase rümpfen. Die wichtigste Anforderung, die wir als Routenbauerinnen und Routenbauer bekommen, ist, möglichst viel neu zu schrauben. Das geht verdammt schnell. Die Leute kommen hier, oh, etwas Neues, bang, bang, bang. Oder? Und dann hast du das Gefühl, am nächsten Tag muss wieder etwas Neues sein. Es ist halt einfach eben so das Konsumdenken und die Geschwindigkeit von dem Ganzen. Ein grosser Challenge beim Schrauben, denke ich, ist eben neue Bewegungen zu kreieren, die spannend sind, aber auch nicht zu komplex oder eben überfordert sind. Ein Routenbauer muss heutzutage sehr viel Empathie mitbringen. Das ist für mich fast wichtiger, als dass er... Nein, es ist wichtiger, als dass er einen jetzt unglaublich kleinen Griff haben kann. Also hier innen ist kein Boulder bewertet. Also. Nein. Mit der Schwierigkeitsbewertung war natürlich immer so eine Sache gewesen, weil eben wir hatten einen Haufen halt so, Quergänge gehabt. Wir haben uns eigentlich so ein bisschen auf das geeinigt, einen einfachen Quergang, einen mittleren Quergang oder einen schweren Quergang. Bei den Boulders eigentlich auch, was bewertet haben wir eigentlich, haben wir das gar nicht. Bewertung hat es hier innen nicht gegeben. Wir haben auch nicht noch Farbe geschraubt, sondern wir haben den Griff geputzt. Einmal im Jahr und hat sie nachher willkürlich aufgeschraubt, wie man es heute vom Systemboard eigentlich könnte. Dann mit Kleberli oder mit Filzstift markiert, welche Griff zum Boulder gehört. Das war dann der James Bond Boulder 007, oder? Weiss der Kuckuck was? Der Charme hat es vielleicht nicht mehr ganz, aber es sind andere tolle Aspekte. Ja. Jeder Griff hatte zum Teil 5 Kleberli dran. Und das war eigentlich ein Salat an der Wand. Einmal im Jahr haben wir die Griffe alle wieder abgenommen, die Griffe gewaschen. Und nachher dann hat man die Wände frisch gestrichen, dass die Zeichen alle wieder weg sind. Dann hat man die Griffe wieder reingeschraubt, dann hat man davor angefangen. Aber das war eigentlich so ein jährlicher Turnus. Darum sind am Schluss etwa 15 Schichten Farbe auf dieser Wand. Der Raum ist immer kleiner geworden. Oder? Die Griffe werden abgenutzt, beziehungsweise es kommt Emission drauf, wir haben Magnesium, wir haben Schweiß, Hautpartikel im Mikrobereich, wir haben Schuhenabrieb und das werden die Griffe so ein bisschen rutschiger und deshalb wollen wir das natürlich auch regelmäßig wieder reinigen. Einfingerlöcher, also Zeug. Ein Griff war schlimmer als der andere. Und der Finger schon wehtat, wenn du die angeschaut hast. Wir haben noch probiert, den Fels eigentlich zu kopieren. Wir haben relativ viele Griffe von damals noch hier. Viele sind 20, 22, 23-jährig. Wenn das schon 20 Jahre alt ist, hat es auch dort schon durchaus Kunstgriff gegeben. 2002, 2003 hat ja eigentlich der Boulder-Hype schon abgezogen, oder? Es ist ja mehr so eine Budgetfrage. Wenn du so 10'000 Stutz gehen hättest, hättest du schon die ganze Halle mit neuen Griffen bestücken, oder? Aber das haben wir eben nicht gehabt. Und dann haben wir nachher dann Zeug noch selber gemacht. Aus Sika haben wir einen Griff geformt. Das klebt extrem gut und ist auch wieder steinhart. Dann haben wir so aus Sagex so Grundformen gemacht, mit Klarsichtfolie ausgelegt. Dann hast du mal die Sika-Masse, den Treibab. Dann haben wir das Ganze nachher gekehrt.
im Prinzip beim Kuchen backen, oder? Sandkuchen machen. Und dann hat man einfach oben drauf die Struktur vom Griff hat man dann einfach so mit Spachtel und so, hat man so ein bisschen Leisten reingemacht oder vielleicht Löcher. Also es war schon ein rechtes Gebastel. Sonst hast du vielleicht halt einfach mal eine Holzleiste angeschraubt. Also ich meine, das kannst du auch machen, oder? Wenn das heute in einer Kleiderhalle nur schrauben, die Leute kommen in die Krise, wenn sie die Griffe müssen anhängen, oder? Da gewisse Griffe heute anschaut, die so Alltag sind, wie man vor 15 Jahren sagt, ja, das ist ja wahnsinnig, oder? Die Griffpalette ist enorm. Wir haben dort nicht nur Farbe und Form, die sich entwickelt, sondern auch Textur. Und das ermöglicht eine unglaubliche Palette von Vielfalt. Alte Griffe, die man nicht mehr brauchen kann, das kann man fast nicht schönreden, wird im Moment entsorgt. Man kann es ein- bis zweimal upcyclen, dann wird die Oberfläche wie eine Art neu beschichtet. Sie sind dann wieder gut. Aber die Thematik von alten gebrauchten Griffen, was damit machen, ist definitiv eines der grossen Fragezeichen der Kletterszene. Durch das, dass es ein Teppichlager war, hatte es ein paar Teppiche. Matten hat man natürlich zu dieser Zeit noch nicht gekannt. Was sicher anders war, wir hatten einfach die schlechteren Matten. Und viel weniger. Das war zu dieser Zeit einfach eine Kostenfrage. Die ersten Matten haben wir noch selber gemacht, oder? Ja, die waren mehr oder weniger gut. Aber es war immer besser als keine. Wenn du drauf gestanden bist, bist du eigentlich gerade auf dem Boden gestanden. Mit den Matten sind fast mehr Unfälle passiert als vorher, weil es gibt also eine gewisse falsche Sicherheit. Und wenn du halt dann runterspringst und zwischen zwei Matten reinspringst, dann ist es auch scheiße. Klar machst du andere Sachen, wenn du eine Matte liegt oder keine oder zehn. Und dann die Staublunge ist natürlich auch dazugekommen. Es waren halt so alte Matten, die noch Stoffbezug hatten. Das hat natürlich sehr gestäubt, wenn du da reingekracht bist. Oder auf Magnesiumsäcke runtergefallen bist, noch schlimmer. Oder? Die Sicherheit in einer Boulderhalle hat sicher einen ganz anderen Stellenwert bekommen in den letzten paar Jahren. Es gibt auch Richtlinien und Empfehlungen, die auch ganz klar definiert, wie breit muss eine Matte sein, wie viel hinter dem Absprunggelände braucht die Matte, wie viel nicht, wie dick muss sie sein, was für eine Dämpfung muss sie entsprechen. Eben, wir gehen klettern, weil es Spass macht, nicht weil wir uns crashen wollen. Man kann auch mit dem Root-Setting das Verletzungspotenzial ein bisschen absetzen. Der schwerste Zug vielleicht nicht zu oberst ist. Dass man sich heutzutage nicht nur aufs Aufklettern konzentriert, sondern wie kommt man auch wieder runter. Also es gibt so Downclimb-Griffe heutzutage. Das ist eine der neueren Entwicklungen, die sicher dazu beiträgt, dass es weniger Verletzungen gibt. Auch sind letzten Frühling neue Boulder-Regeln rausgekommen. Das hat man früher nur aus dem Klettern am Seil gekannt. Jetzt gibt es das auch spezifisch fürs Bouldern. Ich denke, das ist ein grosser Benefit, den wir haben, dass man hier auch anfängt, ein bisschen standardisiert Sicherheitsmaßnahmen aufgleisen. Wir sind auf der Amisiteiki und mal die Espressomaschine angelassen, geraucht, Kaffee getrunken und dann haben wir angefangen zu klettern. Also aufgewärmt haben wir eigentlich nicht wirklich. Früher ist man fast ausgelacht worden und uns jetzt angeschissen aufzuwärmen. Ja. Nein, wir sind immer sehr, sehr gut aufgewärmt, haben wir geklettert, wirklich. Die erste Boulder-Regel heisst intensives Aufwärmen. Das ist sicher die beste Unfallprophylaxe, die man machen könnte. Der Herz-Kreislauf muss warm werden. Dann müssen auch alle Gelenke warm werden. So 10 Minuten aufwärmen, ich sage mal so ein bisschen Minimum. Also das ist sicher etwas, was wir wahrscheinlich früher schlecht gemacht haben oder gar nicht. Langsam kommen wir alle in ein kleines Alter, wo wir Beschwerden haben. Man tut es auf die Seite legen, bis man mal genug alt ist und merkt, dass Aufwärmen und Cooldown oder eben Ausdehnen sehr wichtig ist, um langfristig fit mit dabei zu sein. Typische Verletzungen, wenn man sich ein bisschen zu wenig aufwärmt, könnten zum Beispiel sein, ein verknackster Knöchel. Handgelenk, Ellbogen, Schultern. Die ganzen Fingerstrukturen, oder? Wenn die Gelenkflüssigkeit noch nicht warm ist, ist das wie noch nicht gut eingeschmiert. Wenn du halt die Finger nicht gewöhnt sind und so grusige Griffe musst haben, dann hat es halt mal geklopft. Und dann kann es zu verschiedensten Verletzungen in den Fingern kommen, ob das Kapseln oder Sehnen sind. Oder irgendwie Ringbänder. Wenn da die Leute gehen, wenn sie aufhören, haben sie die Finger so kaputt gemacht.
Außer Klettern und Bouldern habe ich eigentlich gar nie trainiert. Ich habe mir gesagt, wenn ich mal nicht klettern, dann muss ich nicht trainieren, dann muss ich mal einen Tag Pause haben. Boulderer sind immer sehr fokussiert, um möglichst viel an der Wand zu machen. Klettern, Bouldern. Aber wichtig ist halt auch, die Muskeln, die man beim Bouldern nicht braucht, auch die zu aktivieren. Also ein Muskel hat ja immer eine Seite. Oder? Wenn man zieht, ist die andere Seite, so sehr simpel gesagt. Und beim Klettern tun wir zum Beispiel viel ziehen, aber sehr wenig stoßen. Das werden Gegenspieler explizit trainieren. Das siehst du heute bei vielen Klettern, weißt du, so Buckeli haben und so. Die haben nur immer gegen Führer trainiert, oder? Und nie halt Ausgleich gehabt. Mein Ausgleich war Schaffen auf dem Bau. Da hast du ganz andere Muskulatur gebraucht, oder? Das war das Gegenteil auf dem Klettern. Trainingsraum ist nicht nur Ausgleichstraining oder Aufwärmen und Cooldown, sondern auch spezifische Sachen zu trainieren, die man so an der Boulderwand nicht kann. Jetzt wirklich spezifisch trainiert fürs Klettern? Das habe ich eigentlich nie. Mir war es gleich, ob ich jetzt 8C klettern kann oder nur 8B oder nur 8A. Ja, unser Trainingsräumchen. Am Anfang hatten wir das Campusboard, das Griffbrett, eine Klimmzugstange. Campusboard ist etwas, das man heutzutage immer noch braucht und früher auch gebraucht hat. Ein Moonboard oder ein Kilterboard ist heutzutage das moderne Wort für eine Systemwand, die man früher schon hatte. Viele solche Sachen haben einfach noch einen Sprung in die Digitalisierung geschafft. Man kann mit Apps steuern, welche Boulders das man macht, Wandneigungen einstellen. An ganz normalen Boards kann man zum Beispiel Kraft messen. Viele Trainingsgeräte von früher sind heutzutage ein bisschen anders noch im Einsatz, aber sind gar nicht unbedingt viel anders. Was wir eben gemacht haben, so Klimmzugserien halt zu dritten oder so solche Sachen, eben mit Gewicht angehängt. Die Anzahl Klimmzüge ist zwar eine messbare Größe, spielt aber auf das Trainingsniveau oder das Kletterniveau, das man hat, jetzt nicht so eine Rolle. Ob man 1 oder 20 Klimmzüge machen kann, definiert nicht, ob man eine sehr starke Kletterin oder ein mittelmäßiger Kletterer ist. Gerade im Trainingsbereich denke ich, wird noch ganz viel gehen. Da steckt man nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, aber immer noch nicht ganz so ausgereift wie in anderen Sportarten. Die Trainingslehre ist noch nicht so tief erforscht. Es passiert jetzt langsam mehr, vor allem auch seit der Kletter olympisch geworden ist. Was man viel mehr anfängt zu schauen, ist, dass individueller trainiert wird auf Person und auf die physischen Voraussetzungen, die eine Person mitbringt. Wird. Das hat man früher einfach so ein bisschen über eine Gruppe von Athleten oder Trainierenden hineingestülpt. Ganz hoch im Trend und individuell ist zum Beispiel bei Frauen auch immer mehr geworden, schaue ich noch auf meinem Zyklus beim Trainieren. Das ist etwas, das sehr neu ist, das auch sehr wenig erforscht ist. Wenn ich jetzt probiere, in Zukunft zu schauen, nehme ich natürlich die Erfahrung aus der Vergangenheit. Und da sind Sachen gekommen, die ich mir nie hätte erträumen lassen. Und das erhoffe ich mir für die Zukunft. Das kann aber gerade so gut so sich noch einmal verändern, oder? Dass das so der Parkour-Style sich das noch einmal überwirft und völlig zu etwas Neuem auflebt. Ich glaube, es wird weiterhin sehr viel breiten Sport anziehen. Es werden vermutlich immer mehr Leute machen. Noch populärer, auch wenn die Boomphase ein bisschen vorbei ist. Man wird sicher noch eine Schippe härter bouldern können. Jetzt sind wir beim Bouldern bei 9a angelangt. Bei diesem Schwierigkeitsgrad gibt es noch nicht viel im Bouldern. Allerdings sehe ich schon ein Ende. Irgendwo kommt der Körper vielleicht auch mal an Grenzen bei diesen Geschichten. Alte Trends kommen wieder. Das definiert, glaube ich, so ein bisschen, was Mode ist, oder? Das sind die Moonboards und die Kilterboards. Oder heute gibt es eine App und es leuchtet und du weißt, welchen Griff nehmen. Aber verstehst du, das Prinzip ist das gleiche. Also hast du eigentlich so wie das New School, oder? Und hast aber das Old School. Es gibt jetzt so ein bisschen Synergie. Oder? Wir haben heute die 3D-Printing-Geschichte, industrielle Entwicklungen, die plötzlich auch im Klettersport mega spannend werden. Eben Digitalisierung. Ich denke, in Zukunft wird man trainingsbezogen sehr viel mehr wissen. Auch in Sachen Trainingswissenschaft wird es wahrscheinlich weitergehen, dass man noch mehr geleitet wird und vom Level her ganz gezielt aufbauen kann. So ein bisschen das Individuelle, das immer mehr auch wichtig ist, um psychologische und physiologische Voraussetzungen von einem Athlet, von einer Athletin abholen. Um sehr spezifisch und sehr persönlich defizitorientiert trainieren können. Bleibt mir gespannt. Ich glaube, es wird sehr spannend.